Ich heiße Irina Samochina und ich bin Direktorin im Verlagshaus Christianin aus Rostov am Don. Und wir existieren schon mehr als 25 Jahre, so seit 1991. Und ich kann nicht sagen, dass das sehr große Verlagshaus ist, aber wir machen Zeiten Christianin. Das kann man als der Bauer übersetzen. Noch 3-4 kleine Zeitungen, auch Magazinen für Landwirte, die in Rostower Gebiet, Krasnodar Gebiet und Stavropol Gebiet arbeiten. Und wir haben auch unsere eigene Druckerei. Wo drucken wir unsere Zeitungen und noch viele andere Zeitungen auch. Ja, ich meine, diese Medien spielen sehr große Rolle in Regionen von Russland, weil sie alle funktionieren seit 25, so 20 Jahre, seit 1990. Und sehr viele Leser glauben diesen Zeitungen. Und sie haben schon sehr starke Reputation als regionale kleine Zeitung, die immer Wahrheit schreibt. Und deshalb kann man bis jetzt funktionieren. Sehr oft Journalisten meinen, wenn man in Moskau arbeitet, dann jemand ist sehr, sehr stark kontrolliert. Und dort so 3000 Kilometer in Region kontrolliert man Presse nicht sehr stark. Das ist nicht so. Ich meine, das hängt von Person ab oder von Zeitung und von denen, wer besitzt diese Zeitung. Wenn du möchtest normale Medien machen, dann kannst du in Russland diese Medien machen. Im Großen und Ganzen haben wir nicht solche Situationen, dann kann man überhaupt gar nichts sagen und überhaupt gar nichts machen. Das ist schwer finanziell, das ist schwer wegen verschiedener Situationen, aber das kann man machen. Zum Beispiel kann Oberbürgermeister jemanden sagen, sie können nicht mehr hier Zeitung verkaufen. Und keiner weiß, von wem diese Ansage kam. Ja, solche Probleme haben wir und viel. Diese Medien arbeiten nicht in marktlichen Situationen. Sie bekommen Geld vom Staat. Und wir nicht große unabhängige Zeitungen arbeiten wie finanziell unabhängige Strukturen. Und das ist ein bisschen schwer, wenn du etwas verkaufst und an andere Seite, an andere Ecke, jemand kann dasselbe Produkt nur einfach kostenlos abgeben. So müssen wir sehr hohe Qualität haben. Unsere Zeitungen und unsere Produkte müssen Leute kaufen und nicht kostenlos bekommen. Staat kann nicht Fernsehstationen besitzen und Radiostationen. Wir alle müssen in freien Markt arbeiten. Das ist die erste und prinzipielle Frage für mich. Das wünsche ich mich. Aber weiß ich nicht, ob das gar nicht in meinem Leben noch sehen.